Es war voll am Samstagabend in Wenningstedt. Der Verein Sylter Benz organisierte ein kleines Festival im Kursaal und hunderte von Besuchern kamen. Da sagt mal einer, in der Sylter Musikszene sei nichts los. Den Auftakt machte das Soloprojekt Frankly. Leon Krag ist eine Ein-Mann-Mission, der den Rock'n'Roll ins Land trägt. Die Musik des Flensburgers ist einfach zu beschreiben. Rap, Punk, Britpop, Rock, Blues, Folk, Country, Techno, Grunge und Proto bis Minimal Electro. Das Ganze bewegt sich irgendwo zwischen den Sleaford Mods und den Dead Kennedys der 80er Jahre. Ein wilder, unterhaltsamer Mix mit einem coolen Typen, von dem wir sicher noch mehr hören werden. Doch dann machte ein Gerücht die Runde. Das Bier ist leer. Mit einem so großen Besucherandrang hatte man nicht gerechnet. Das Raunen in der Menge war unüberhörbar. Eine Massenpanik konnte allerdings verhindert werden. Man organisierte schnell noch ein paar Kästen. Pünktlich zum Auftritt der Coverband Bandless Busters war wieder alles gut. Apropos gut. Die Band um Ron Glaut wusste durchaus zu überzeugen. Sie spielten Cover von den Stranglers über Elvis bis hin zu den Smashing Pumpkins. Covern kann man sich durchaus in die Nesseln setzen. Doch die Eigeninterpretation der Rockhymnen wurde klasse vorgetragen. Kraftvolle Stimme, perfektes Timing, ein toller Auftritt der Sylter Band, die man sich wieder anschauen sollte. Als nächstes betrat Mungo Park die Bühne, die dienstälteste Band der Insel. 29 Jahre spielen sie schon zusammen. Entsprechend routiniert traten die Jungs auf. Keine Cover, nur selbstgeschriebene Songs. Stilistisch schwer festzumachen. Irgendwas zwischen erdigen Southern Rock und Anarcho-Pop mit deutschen Texten, die neben Wortwitz durchaus auch kritische Töne trugen. Sänger Peter Petzold spielte gefühlt alle Instrumente brillant und auch die anderen Bandmitglieder überzeugten durch musikalisches Können. 29 Jahre. Und sie werden wohl noch weitere 29 drauflegen, wie es scheint. Es wäre wünschenswert. Gab es so etwas wie einen Headliner? Ja, Ghost Trip aus Flensburg spielen seit 2021 zusammen und man spürte den Spaß und die Frische, die sie transportierten. Die Jungs müssen sich hinter Oasis oder Blur nicht verstecken. Der Sound und die Melodien waren eingängig und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden ihren Weg machen. Am Ende riss T-Bone von der Insel mit Metal-Covern die Hütte ab, so unser Chefredakteur Axel Link. Dummerweise mussten wir gehen, für die Kids war es zu spät. Wir hätten T-Bone gerne persönlich gesehen. Der Eintritt war übrigens frei. Spenden an den Sylter Benz e.V. wurden zwar gesammelt, doch so ein Abend ist mit Geld nicht aufzuwiegen. Danke, Jungs.